Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf Easy Money. Wir befinden uns mal wieder in Madden Ultimate Team, Digga, denn wir werden heute mal wieder ein Online-Game zocken und werden probieren, in der Road to Super Bowl endlich mal wieder einen Sieg zu holen. Ganz kurz nochmal, um es zusammenzufassen, mein Team, liebe Leute, damit ihr einmal kurz den Überblick habt. Ich werde hier einmal kurz die Offense zeigen. Könnt ihr einmal gucken, könnt ihr pausieren, wenn ihr wollt. Könnt euch das Team angucken. Und dann gehen wir auch noch einmal in die Defense rein und da könnt ihr genau das gleiche machen. Achso, eine Neuerung, wir haben jetzt Ed Reed auf Strong Safety, Digga. Dank Fabi 17.000. Bruder, vielen Dank nochmal für den Trade, Alter. Wirklich, Ed Reed wird, glaube ich, ein Beast. Ich werde probieren, Ed Reed auf den 99er zu bekommen und dann werde ich Ed Reed Abilities geben. Ich hätte ihm jetzt auch Abilities geben können, aber ich will meine Trainingspunkte nicht schon verschwenden, wenn ich ihn dann eh irgendwann auf den 99er mache. Achso, und eine Sache noch, bevor wir starten. Wir haben momentan 46.000 Coins zur Verfügung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was wir uns davon holen sollten. Und ja, Mann, lass uns mit dem Game anfangen. So, Leute, anscheinend spielen wir bei den Broncos. Und man sieht hier erstmal mein Team. Oh, aua, Digga, aua. Julio Jones, Robert Griffin der Dritte und Barry Sanders. Alter, Scholli, vor allem Golden Ticket Julio ist vor ein paar Wochen noch für irgendwie 2 Millionen Coins gegangen. Also, der Typ muss auf jeden Fall investiert haben. Auch Robert Griffin kostet, glaube ich, also mittlerweile weiß ich es nicht mehr, aber vor ein paar Wochen war der auch noch 1,5 Millionen oder so. Also anscheinend haben wir hier einen richtigen Profi, Alter. Mal gucken, wie das laufen wird. Also wir müssen auf jeden Fall unbedingt ein Auge auf Julio Jones behalten. Aber natürlich auch auf Robert Griffin und auch auf Barry Sanders, Digga. Das sind einfach drei extrem krasse offensive Weapons, die er hier hat. Und das haben... Ich wollte sagen, das haben wir gut gestoppt, aber er rennt einfach weiter durch. Also kann man mal machen. Das wird ein langes, anstrengendes Spiel. Das sehe ich jetzt schon. Na, scheiße. Er hat auch Winslow als Tight End. Na, das ist ja immerhin irgendwie ein bisschen was Bodenständiges, weil ich dadurch weiß, okay, Digga, den habe ich auch. Vielleicht ist es doch nicht so ein Überteam, aber ich denke schon, es wird ein Überteam sein. Also, die drei Top-Spieler sind auf jeden Fall schon mal anders krank, Digga. Und warum ist jetzt Pierre Paul hier in der Zone Coverage, Digga? Das gefällt mir auf jeden Fall überhaupt nicht. Das wird ein verdammt langes Spiel. Meine Leute tackeln einfach daneben. Okay, erster Touchdown ist da für ihn. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal gespannt sein, wen er hier in der Defense hat. Mir ist übrigens auch gerade aufgefallen, dass Ed Reed gerade bei unserer Defense schon mal gar nichts geleistet hat. Und dieser Return hier war übrigens auch extrem beschissen. Aber ja, Mann, ich hoffe, wir haben hier irgendwie eine Chance, Digga. Wenn wir zurückpunkten können, dann ist es nice. So, aber wenn es jetzt auch, also wenn seine Defense halt, ja, dann merkt man es direkt. 95er, 96er Guards, Digga, durchbricht er sofort. Also die D-Line bei ihm ist anscheinend schon mal nicht gerade schlecht. Oh Mann, Alter. Ja, 9 Yards geholt, aber reicht nicht. Also damit auf jeden Fall direkt der erste Punt. Es ist auf jeden Fall bisher zum Kotzen, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, so wie das Spiel hier losging, merkt man auf jeden Fall, man hat wahrscheinlich keine Chance. Was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nervig ist. Oh, okay. Ach, scheiße, Alter. Wagner ist auf Julio Jones. Das ist doch beschissen. Digga, ey. Es ist so dumm, Mann. Es macht doch gar keinen Sinn, diese Road to Super Bowl zu machen mit solchen Gegnern, Alter. Was soll man gegen so ein Team machen? Okay, Digga, wir werden hier jetzt noch nicht direkt aufgeben, sondern weiter probieren, hier was zu reißen. Das war nix. Let's go. Immerhin fast das First Down geholt. Come on, Offense, 3rd-and-1. Das ist wichtig jetzt. Das ist verdammt wichtig. Er pickt den. Oh Mann, ey. Alles klar, Digga. Anscheinend funktioniert ja meine Defense nicht, deswegen lasse ich jetzt den Coach mal Plays picken. Vielleicht wird das irgendwie besser helfen, wenn der Typ endlich mal sein Play aussuchen würde. Let's go. Guter Stopp. Come on, D. Come on, D. Let's go, Chase Young. Sehr schön.
Komm schon, Defense. War der drin? Alter, was für ein unlogischer Catch, Mann. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht so unlogisch für einen Julio Jones, aber habe ich noch nie in einer Madden-Animation so gesehen. Nice, Digga, freut mich auf jeden Fall. Ich werde Julios Route einfach nicht cutten, geht nämlich gar nicht, weil ich überhaupt nicht hinterherkomme. Ja, natürlich, Digga, natürlich. Leute, macht es noch Sinn, hier weiterzuspielen oder soll ich einfach quitten? Weil, also ich meine, es ist ja klar, dass wir verlieren werden, so. Allerdings wäre es ziemlich beschissen für das Video jetzt, weil es dann mega kurz wäre. Die Frage ist halt, lohnt es sich weiterhin, die Road to Super Bowl aufzunehmen? Ey, vor allem, man muss sich das mal vorstellen, Digga, unser Team ist jetzt wirklich nicht schlecht, ne? Wir haben wirklich teilweise echt krasse Spieler. Wir sind ein 95er overall und trotzdem werden wir einfach extrem abgezogen von diesen Teams, weil die halt einfach mal ein kack 99er Team haben oder 98 oder 97 oder wie auch immer. Und ja, ich weiß auch nicht, Digga. Also wenn du halt einfach mal Spieler hast, die über 1 Million Coins kosten, dann ist es halt schon klar, was du da für einen Typen vor dir hast, Alter. So sehe ich das Ganze. Winslow hier mit einem schönen Stiff Arm. Vielleicht bin ich halt auch einfach nur zu schlecht, Leute. Kann auch sein, aber keine Ahnung. First Down geholt, oder? Mein erstes First Down in diesem Spiel, oder nicht? Let's go! Die Sache ist halt, selbst wenn wir punkten, bringt es nichts, weil wir ihn in der Defense halt nicht stoppen können. Schöner Lauf von Barry, Alter. Sehr schön. Kommt direkt durch. Aber wirklich direkt. Und es ist Derone Payne, 97er. Warum ist er bei ihm so krass? Und bei mir macht er gar nichts. Verstehe ich schon wieder nicht. Vielleicht sind meine Guards einfach zu scheiße oder meine Tackles. Kann natürlich auch sein, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nicht mal eine Chance gehabt beim Catch, Alter. Und das ist Lawrence Taylor, Digga. Das ist ein fucking Linebacker. Nicht irgendein Cornerback oder so. Der gewinnt einfach easy dagegen Calvin Johnson, Junge, gegen Megatron. War zwar auch ein beschissener Wurf, so den kann ich da natürlich nicht machen, aber trotzdem, man kann von Megatron wenigstens mal ein bisschen erwarten, dass er probiert, den zu catchen. Oder etwa nicht. Warum deckt Barry Sanders kein Mensch ab? Ich dachte, das würde safe eine Interception sein. Aber mein Linebacker macht gar nichts, Digga. Ich war in perfekter Position, habe Dreieck gedrückt und mein Linebacker macht nichts. Das hätte ein Pick sein müssen. Sowas regt mich auf, Digga. Sowas regt mich auf. Er kann so viel mit Barry Sanders rumrennen, wie er will und Touchdowns scoren. Okay, Digga. Wenn ich daran eh nichts ändern kann, ist es so. Aber da hätte es ein Pick sein müssen. Ich hätte den Pick bekommen müssen und er macht einfach nichts. Sowas regt mich extrem auf, weil das war absolut unverdient, dass er da gerade gepunktet hat. Ohne Spaß. Das war einfach nur unverdient. Diese D-Line ist viel zu stark, Digga. Die kommen ja bei jeder Scheiße durch. Ich glaube, der Videoclip wurde gerade gespeichert, während ich gesackt wurde, aber wieder komplett unlogischer Sack, Digga. Ist direkt durchgebrochen, ohne Wenn und Aber, Junge. Da, Brandon Scherf, er steht einfach da und macht nix. Sagt mir eure ehrliche Meinung, Leute. Bringt es noch was, dieses Spiel weiterzuspielen? Er lässt den Ball natürlich fallen, weil meine Spieler alles Lappen sind. Sagt mir ehrlich, bringt es was, diese Serie weiterzumachen, diese Road to Super Bowl? Weil, guck mal, selbst ihr helft mir die ganze Zeit, ein krasses Team aufzubauen. Ihr gebt mir Coins oder Spieler. Digga, und mein Team ist trotzdem einfach zu schlecht. Oder ich bin zu schlecht, wie gesagt, für diese Serie. So, ich kann nichts reißen. Ich hatte einen Sieg bisher in diesen ganzen Road to Super Bowl Videos. Einen einzigen Sieg. Und die Niederlagen waren nicht mal knapp oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und er wird nochmal gesackt. Stark gemacht, Digga. Wir nehmen mal eine Timeout und gucken mal, 3. und 25. Aber trotzdem, Digga, wenn ich verliere, dann ist es nicht mal knapp oder sowas, sondern ich werde einfach zerstört. Und deswegen, wo ist da der Sinn? Es macht keinen Spaß. Es ist wahrscheinlich langweilig anzugucken für euch. Schreibt mir einfach mal ehrlich eure Meinung in die Comments, Digga. Würde mich wirklich mal interessieren. Ein Scheißdreck rennst du hier selber, Alter. Immerhin haben wir ihn jetzt einmal gestoppt hier. Nur zu einem Field Goal gezwungen.
Das ist auf jeden Fall besser als nix. Vor allem, er kickt auch immer wie so ein kleiner Hurensohn hier immer ganz hinten in die Ecke. Damit ich ja nicht irgendwas returnen kann. Was für ein Lauf. Er fummelt den Ball aber zum Glück ins Aus, Digga. War ein schöner Lauf von Jackson, muss ich sagen. Na, immerhin ein Yard. Also, wenn man halt in einem Spiel ist und man ist an dem Punkt angekommen, wo man sich über einen Yard freut, dann wisst ihr Bescheid, liebe Leute, ihr seid lost. Lost und sonst ja nix. Was für ein Hit, Digga. Aber wir nehmen nochmal eine Timeout, haben 2 Sekunden, können hier nochmal ein Play raushauen. Vor allem diese ganzen Leute, die einfach nur dieses Spiel so hart suchten, dass sie einfach so unnötig gut sind, Alter. Beziehungsweise so ein unnötig gutes Team haben. Das ist einfach nur Kacke. Madden muss sich mal irgendwie ein System ausdenken, dass sie sagen, okay, Leute, irgendwie Teams mit, keine Ahnung, einem 80er Overall sind in dieser Liga, Teams mit einem 85er Overall in dieser Liga und so weiter und so fort, Digga. Damit man einfach mal fairere Matchups hat. Und dann kann man ja verschiedene Head-to-Head-Seasons haben und verschiedene Ligasysteme sozusagen. Aber wenn es halt alle gegen alle ist und dann irgendwelche Pros in der untersten Liga die ganze Zeit chillen, dann macht es halt einfach sehr, sehr wenig Sinn. Und die Sache ist ja, es sind nicht nur ab und zu mal solche Teams dabei, ne? Es sind halt nur solche Teams dabei. Nur. Was für ein Hit, Digga. Wer ist denn dieser Tillman oder wer auch immer das da die ganze Zeit ist, Junge? Also ich weiß schon, wer das ist, Leute. Keine Sorge, aber kann er mal aufhören, Barry Sanders so brutal umzuhauen die ganze Zeit? Ja, ich hab noch den Ball geworfen und er wirft nicht. So wie immer. So wie immer. Jedes Mal das gleiche Problem, ey. Bruh. Nicht mal eine Chance für Barry Sanders, da irgendwas zu machen. Er wird absolut umgeniegelt. Geniegelt? Genagelt. Was auch immer, Digga. Ich dachte, ich wäre mit Ed Reed da, aber auf einmal war sein Receiver 1000-mal schneller. Deswegen dann halt doch nicht. Aber er hat den Ball gedroppt. Geil! Let's go, Junge! Endlich mal was Gutes für mich. Let's go, Ed Reed. Starke Leistung. Come on, Defense. Let's go. Leistet mal was. Leistet mal was. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Junge. Wie traurig ist denn das? Wie traurig ist denn das einfach nur? Wisst ihr, ich komme motiviert in dieses Video rein, ja? Ich denke mir so, komm, Digga, jetzt mal ein geiles, gutes, spannendes Online-Game. Wir werden Spaß haben, es wird nice und alles. Und dann so, Digga. Und dann so. So und nicht anders. So, nächster Drive für uns. Mal gucken, ob hier nochmal irgendwas geht. Schön gemacht von Barry auf jeden Fall. Muss man ihm lassen. 4 Yards geholt. Sehr schön, Digga. Es geht doch mal. Nice. So, und wir laufen den Ball wieder mit Sanders. Gucken mal, was hier so läuft. Jawohl, Junge. Sehr schön. 0,0 Yards. Nice. Wahrscheinlich die meisten von euch haben schon abgeschaltet, Alter. Also wenn ihr noch dabei seid, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wieder absolut nix. Es tut mir leid, Leute. Ich würde auch mir wünschen, dass es hier mehr entertaining ist, so. Aber ja, was soll ich machen, ne? Ich streng mich an und es bringt nichts. Falls ihr schon abgeschaltet habt, kann ich es verstehen. Wenn nicht, seid ihr Ehrenmänner. Und falls ihr es nicht wusstet, es hilft meinem Kanal auf jeden Fall, Reichweite zu generieren, wenn die Videos länger angeguckt werden. Deswegen auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der überlegt hat, auszuschalten und deswegen jetzt dran bleibt, Ehrenmann, Digga. Ehrenmann. Und das war ein kranker Lauf mit Jackson übrigens. Wir haben jetzt tatsächlich die Chance, hier mal mit einem Field Goal Punkte aufs Board zu kriegen. Aber das wäre irgendwie ein bisschen langweilig, deswegen wir gehen dafür. Weil wir wollen hier natürlich wenigstens einen Touchdown bekommen, ne? Ist ja logisch, Alter. Jawohl, First Down ist da. Let's go, Ruggs. Und wir werden nochmal laufen. Und das waren, ja, 3 Yards. Und das waren was? 1 Yard? Nice. In der Ruhe liegt die Kraft, liebe Leute. Ich habe mich dazu entschlossen, ich werde bei diesen Spielen nicht mehr ausrasten. Es ist einfach extrem ungesund. Es ist es auch einfach nicht wert, Digga. Es ist es einfach nicht wert. Deswegen, wenn die Madden-Götter sich dazu entscheiden, das Spiel so unfair zu machen, dann ist es so.
Aber davon werde ich mich nicht unterkriegen lassen, Digga, und hier irgendwie dann den ganzen Tag schlechte Laune schieben oder so. Wir haben jetzt 4.7, wir probieren hier nochmal einen First Down zu holen irgendwie. Müssen wir mal gucken, ob das möglich ist, vielleicht zu Johnson oder so anzubringen, den Ball. Jawohl, Digga, der kommt ungeblockt durch. So macht es auf jeden Fall Spaß. Digga, habt ihr das gesehen? Ich mache eine Prevent-Formation, sodass nichts passieren kann. Und er rennt einfach durch. Kann man machen. Und wahrscheinlich hinter dem Controller sitzt irgend so ein 13-jähriger Junge, der von seinen Eltern alles in den Arsch geschoben bekommt und die ganze Zeit sich irgendwelche PlayStation-Points holt und damit irgendwelche Packs holt und damit irgendwelche Spieler die ganze Zeit resellt und damit halt so ein krankes Team aufbaut. So, dann probieren wir jetzt einfach mal die Option, Digga. Vielleicht bringt die ja irgendwas. Ich habe eigentlich den Ball übergeben, aber okay, dankeschön. Das gleiche einfach direkt nochmal, Digga. Warum nicht? Er bleibt einfach im D-Liner hängen. Dann probieren wir jetzt einen Screen Pass. Warum nicht? Warum einfach nicht? Yeah! Nein, Digga, er hat uns einfach gestoppt, Alter. Natürlich, Junge, natürlich. Gilmore kann man natürlich auf keinen Fall ausfaken, ne? Das geht ja nicht. Also, der ist auf jeden Fall zu gut. Bruh! Oh Mann, Alter. Leute, die Kamera ist ausgegangen. Ich werde es jetzt als Zeichen nehmen, dass dieses Video hier vorbei sein sollte. Das Spiel ist sowieso gelaufen. Schon nach dem zweiten Touch war das Spiel eigentlich gelaufen. Ja gut, jetzt ist die Aufnahme auch noch vorbei. Also hört ihr nur noch mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ich diese Road to Super Bowl weitermachen soll. Und ja, Mann, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein, bis dahin, euer Eric.